Ich bin wieder zurück, ich bin wieder da und damit willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich bin wieder da, ich bin aus dem Praktikum zurück. In der letzten Aufnahmesession habe ich halt darüber erzählt, dass ich halt jetzt dann ins Praktikum fahre, dass ich sehr aufgeregt bin und ja, nun bin ich wieder hier. Die Woche ging ultra schnell vorbei. Extrem schnell vorbei und würde mal sagen, let's go. Nika und Leonard wissen ein. Das war mal wieder YouTube. Das wollte ich jetzt nicht. So. Und es ist irgendwie ganz komisch, jetzt hier drinnen zu stehen. Ich bin eigentlich schon 2 Tage wieder da. Am gestrigen Abend habe ich einen Livestream gemacht, also für mich gestrigen Abend. Das war Sonntagabend, heute ist Montag. Ich mag jetzt ein etwas ruhigeres Lied. Ja, das passt doch schon mehr. Auf jeden Fall bin ich vor 2 Tagen angekommen. Ging mittags, nachmittags. 2:30, um genau zu sein. Oder kurz vor 2:30. Und ja. Ich habe seitdem nicht viel Minecraft gespielt. Beziehungsweise eigentlich so gut wie gar nicht. Nur mal ganz kurz mal auf meinem Server gewesen. Und mal kurz nochmal auf Mad war ich. Aber hab dann an einem Event teilgenommen. Aber mehr habe ich auch nicht gemacht, weil ich habe mich irgendwie jetzt von Minecraft erstmal distanziert. Als Minecraft Let's Play wird natürlich weiterlaufen, also das will ich auch weiterlaufen lassen. Und ja, ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal noch beendet haben. Stimmt, wir haben hier den Boden reingezimmert, kann das sein? Ja. Das heißt, unser nächster Schritt ist, ihr Schiff rausfahren zu lassen, oder? Eigentlich schon. Allerdings müssen wir da natürlich noch was beachten. Da werde ich hier mal kurz aufbrechen. Hier sind auch Fackeln drin, das ist sehr, sehr gut. Und zwar werde ich mal ein bisschen Eichenholzbretter nehmen. Und diese ganzen Blöcke hier miteinander mal verbinden. Nicht, dass die jetzt nicht mitbewegt werden. Werde ich dementsprechend auch hier nochmal machen. Ich weiß nicht, ob das mit Fackeln da so klappt. Stimmt, wir wollten ja noch was anderes ausprobieren. Genau. Gehen wir auch noch hin. So. Generell, das müsste eigentlich auch noch. Obwohl, das wird ja hier. Ich muss mal kurz was schauen. Hier, das ist sowieso alles verbunden. Weil da ja ein Boden ist. Oh, woher kommt mir jetzt hier? Toll. Ich möchte halt auf sicher gehen. So, hier ist das sowieso verbunden. Und hier. Weil zum Beispiel diese 2 Blöcke stehen hier einzeln einfach so herum. Naja, wenn wir mal folgendes machen. So, das da oben passt sowieso. Es ist jetzt relativ kompliziert, den Überblick zu behalten. Welche Blöcke sind hier noch nicht verbunden, so ihr seht. Ich denke mal, es wird später sowieso hier eine Innenauskleidung dann geben oder so. Was in der Art zumindest. Das da wollte ich jetzt nicht. Außerdem nervt mich dieses Jetpack. So, jetzt kann ich hier besser herumlaufen. So, das ist hier sowieso verbunden. Ja, ich möchte natürlich auch über mein Praktikum erzählen. Habe ich sogar schon in einem Livestream, in einem Hearthstone-Livestream gemacht. Allerdings habe ich auch schon da gesagt, ich werde das nochmal im richtigen Minecraft-Let's Play erzählen, so ein bisschen darüber. Ich werde auch erzählen, was ich gemacht habe. Hatte ich ja bisher noch keine Informationen zu gegeben, was ich überhaupt für ein Praktikum mache. Und erstmal muss das hier erstmal erledigt werden. So, ich möchte kurz hier was Luki machen. Das passt soweit. Diese Blöcke sind, so wie sie sehen, auch damit verbunden. Richtig. Ich möchte nicht, dass irgendein Block übrig bleibt, wenn ich das Schiff gleich rausfahre.
lieber ein paar mehr Blöcke setzen. So. Denk mal, das passt dann soweit. Ja, hier sieht's gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Okay, dann geht es jetzt erstmal wieder raus. Über mein Praktikum erzähle ich wie gesagt noch. Erstmal muss ich hier erstmal weiterkommen. Ich denke mal, sobald das Schiff draußen steht, auf dem Wasser oder im Wasser, wie auch immer, und ich oben anfange zu bauen, kann ich auch anfangen zu reden. So, weg mit dir. Sind auch noch mal ein paar Spinnen und ein Enderman. Da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Gut, wir brauchen natürlich wieder was von der Archimedes Schutzmod. Archimedes. Das war mit R, genau. Und zwar, wir brauchen hier Schiffshelm. Und mehr Eisenbahnstöcke. Eisenbahn habe ich doch, glaube ich, noch irgendwo, oder? Ja, genau. Habe ich hier eine Werkbank irgendwie zufällig irgendwo stehen? Ich glaube so, nein. Schau mal kurz hier runter. Oh ne, ich sehe keine Werkbank. Unfair, und hier sind noch lauter Schienen. Okay, dann werden wir mal kurz hier oben eine Werkbank aufstellen. Ist ja nicht so das Problem. So, dann brauche ich ein paar Stickies. 4 Stück in der Zeit. So, so, so. Da könnte man ein Rad draus machen. Brauche ich jetzt aber nicht. Hier. Mehr brauche ich ja momentan nicht. Ich würde es ja eigentlich nur rausfahren. Das Schiff. Dass das dann hier irgendwo ein Meer ist, dass ich dann da weiterbauen kann, Segel hinsetzen kann, wie auch immer. So, jetzt muss ich nochmal kurz zur Steuerung. Hier, Descent, das brauche ich unbedingt, das mache ich mal auf B. B ist besetzt, N ist nicht besetzt, gut. Das andere, oh ne, es war das nicht. Ja, es war Disassemble, brauche ich. Dann mache ich das mal auf J. Genau. N. So, gut. Assemble Schiff. Es sind 2049 Blöcke. Overflow, was heißt das? Das ist Overflow. Kann das nicht mounten? Überfüllt? Wie meint ihr das? Überfüllt zu viele Blöcke? 696,7 Kilogramm. Ich glaube, das sind zu viele Blöcke oder zu schwer. Kann auch zu schwer sein. Müssten wir es mal leichter machen. Das geht bei der Mod. Oder es dürfen keine Mobs hier sein. Ja, toll. Ey. Im Moment, wenn der Fall abprallt. Und da kommt noch. Da kommen noch mehr Creeper. Die Hexe da hinten noch. Die zieht sich bestimmt einen Heiltrank rein. Hat sie aber nicht geschafft. So, da. Can that create ship with more than 2048 Blöcke? LOL. Fehlt genau ein Block oder wie? Das ist ja doof. Ich will mal kurz was schauen. Es gibt ja zu jeder Mod eine Config. Und man das da einstellen kann. Ob man das Limit irgendwie setzen kann. Hier mehr als so und so viele Blöcke. Sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Ne, sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Das könnte zum Problem werden. Ich wollte so ein schönes, großes Schiff machen. Komm mal hier einen Stammer weg. Das sind weitaus mehr Blöcke. Es werden nur nicht alle gezählt. Das ist ja doof.
Leute, ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Ich werde da offscreen mich mal informieren müssen, nur jetzt in der Aufnahme macht das eh keinen Sinn. Dann machen wir was anderes. Ich habe noch einen anderen Plan. Wir gehen mal kurz hier durch. Wir brauchen mal ein paar bestimmte Blöcke. Und zwar Blöcke von der Forge Multipart Mod, weil da wollte ich ja auch mal schauen, ob man damit auch die Schiffe fahren lassen kann. Und ob die dann wieder richtig hingesetzt werden. Wir haben doch bestimmt hier noch irgendwelche Blöcke von der. Ja, hier ein paar Streifen zum Beispiel. Oder bauen wir auch mal ein bisschen Aluminium-Kies. Dann gehen wir mal zu unserem Boot, was wir dort hinten haben, hin. Dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass ich nach diesem Part ein Cut setze. Bedeutet mit einem Praktikum und so. Wird es dann im nächsten Part weitergehen, also werde ich dann da erzählen. Das ist jetzt so doof gelaufen, kann man schon sagen. Das kann ich leider auch nicht ändern. Wird es gerade Nacht? Ich glaube ja. Ich würde schon gerne am Tage nachschauen. Da gehen wir gleich nochmal ganz kurz ins Bett. Kann es sein, dass der Shader irgendwie verpackt ist? Nee. Kam mir gerade nur so ein bisschen vor. Aber wie ist hier? Also hier gibt es so ein paar Frame-Einbrüche. Ich kann ja mal kurz einen anderen Shader nochmal mit reinnehmen. So ist Renewed zum Beispiel. Ach, der funktioniert in der dieser Version nicht. Dann nehmen wir den. Der funktioniert, ja. Jetzt nur nachts schlafen. Was ist das da gerade? Da. Fehlgeschlagene Spiegelung oder was? So, jetzt sollte es aber so langsam mal dunkel sein. Ja, doch. Gut. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Das war ja etwas, was ich eigentlich noch in der letzten Aufnahmesession nur so ausprobieren wollte, vor dem Praktikum. Da habe ich mich aber dagegen entschieden, weil ich... Oh. Okay, der Shader ist komplett verbuggt. Ah, sieht doch schon besser aus. Weil... die Befürchtung hatte, dass ich nach dem Praktikum nicht mehr weiß, dass ich danach geschaut habe, beziehungsweise, dass ich das Ergebnis dieses Experiments nicht mehr weiß. Und um ehrlich zu sein, jetzt nach dem Praktikum kann wirklich sein, dass ich das nicht mehr wüsste. Hätte ich das ausprobiert. Ja, und diese Entscheidung, also aus dieser Entscheidung folgt ja daraus, dass ich dann die Folge daraus wird dann sein, entweder werde ich dann mit diesen Mods so gesehen bauen können und auch halt dementsprechend fahren lassen können, meine Schiffe. Oder... Welche Karte? Wie soll ich da jetzt hochkommen, natürlich? Oder ich kann diese Mods halt dann nicht verwenden, kann ja auch sein. Bitte. Zaun, okay, interessant. So, machen wir einfach mal hier so ein paar Dinger hin. Muss ja nicht hier unbedingt alles so angeordnet sein, ist ja nur zum Test. So, jetzt werde ich das assemblen. 106 Kilogramm, 314 Blöcke und Mountain. Also die Forge, also die Multipart Mods, zumindest die Blöcke von aus der Multipart Mod, sehe ich jetzt hier nicht. Es packt so ein bisschen ein paar Grafikbugs, aber der Aluminium-Kies geht mit. Ich fahre mal noch mal ein bisschen ein Stück zurück und werde dann da das Schiff dementsprechend mal landen lassen. Okay, die Multipart-Blöcke sind weg. Die sind so ausgelöscht worden. Aber der Kies, der geht mit. Okay. Das heißt, Mods, die ich verwenden will, um die Schiffe zu bauen, muss ich vorher ausprobieren, ob das auch wirklich dann so funktioniert. Wir wissen zum Beispiel jetzt, Forge Multipart Mod funktioniert nicht hier. Okay. Der Kies, der kann mal kurz hier bleiben, also da habe ich jetzt keine Lust, den wegzumachen. So, dann werde ich mal kurz noch unser Jetpack auffüllen, denke ich mal. Und dann ist diese Folge schon vorbei. Eigentlich hatte ich geplant, jetzt hier länger aufzunehmen, aber ich muss mich erstmal kurz... Muss mich dann erstmal informieren, wegen... im Schiff, ob ich das irgendwie ändern kann.
Weil ich schon durfte, nicht mehr als 2048 Blöcke. Finde ich sehr interessant, dass es auf jeden Fall so viele Blöcke sind. Boah, das können doch niemals zwei. Es kann sein, dass dieser Part ein bisschen länger wird. Ich will da gleich mal was schauen. Ich werde jetzt mein Jetpack nicht auffüllen. Ich will mal was schauen. Das können nicht 2048 Blöcke sein. Das können nicht so viele sein. Es muss hier irgendwo eine Verbindung zum Boden geben, glaube ich. Vielleicht auch über Kreuz, dass das hier nicht sein darf, zum Beispiel. Hier sonst hier unten ist keine Verbindung zu irgendwelchen Blöcken. Ich glaube nämlich, dass der Boden mitgezählt wird. Das ist jetzt meine Vermutung. Wenn ja, ist ja natürlich das Problem schnell behoben. Hier habe ich den Kabel komplett weggemacht. Okay, schauen wir nochmal neu. Die immer noch mehr als 2048 Blöcke. Oder ich muss mal jeden einzelnen Block zählen. Aber trotzdem, es können nicht mehr 2000 sein. Hier ist ja keine Verbindung zum Boden. Hier ist ja Luft. Das heißt, hieran kann es nicht liegen. Hier auch nicht. Wo ist der Fehler? Wo ist der scheiß Fehler? Mit der Wand berührt das auch nirgendwo. Habe ich irgendwo unten mit Kobbel gebaut? Na gut, Jungs und Mädels. Ich werde jetzt hier einen Cut setzen und werde mal aufs Game einfach mal nachschauen an der Lösung. Bedeutet, wundert euch nicht, wenn ich dann ein paar Tomaten weniger habe, wenn ich hier ein bisschen herumlaufe und das bisschen prüfe. Ich will da jetzt keine Folgen mit verschwenden. Ist einfach nur zum Überprüfen, ich werde nichts umändern. Bedeutet, wenn ich den Fehler gefunden habe, also falls es hier einen Fehler in der Welt gibt, hier irgendwie was verbunden ist, ich werde das dann mit euch dann beheben. Natürlich, wenn ich irgendwie was in der Konfiguration ändere, ja, dann dementsprechend werde ich natürlich dann das ausgehen machen, weil ihr seht ja eh nicht die Konfigurationsdateien. Gut, bis nächstes Mal. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein. Und bye bye.